Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ich bin heute für die Quest Das Gewölbe von Moavita unterwegs und zeige euch ein Relikt, was ihr hier finden könnt, und zwar die Stiefel der Verschmähten. Die ganzen Relikte sind in ganz Summer's End versteckt. Ich befinde mich hier am unteren Ende. Ich gucke quasi oder habe im Rücken den Kluftgesir von Silverweit so als Orientierungspunkt, gerade für die, die keine Add-ons installieren können. Denn mit Add-on habt ihr es natürlich einfacher, da wird euch das Ganze auf der Karte angezeigt. Aber da nicht jeder Add-ons nutzt oder auch gar nicht nutzen kann, dieses Video, damit ihr wisst, wo ihr dieses Relikt finden könnt. Ich verlinke unten im Text auch die Quest dazu, aber ihr könnt die Items in der Tat auch ohne die Quest einsammeln. Die Quest könnt ihr hinterher noch annehmen, nur damit ihr dann auch im Endeffekt die Belohnung bekommt, müsst ihr sie natürlich früher oder später aktivieren. So, hinter mir haben wir hier jede Menge von diesen tollen Korallen und als Orientierungspunkt dieser schöne Baum, und hinter diesem Stein finden wir eben diesen toten Briefkasten der Diebesgilde, und in diesen Briefkästen finden wir eben diese Relikte. Die Quest ist total witzig gemacht und ich möchte für die, die sich überraschen lassen möchten, nichts vorwegnehmen und öffne diesen Briefkasten jetzt noch nicht. Das heißt, ihr habt die Chance, das Video davor gleich noch zu beenden, aber auf alle Fälle hier nochmal auf der Karte, wo ihr das Ganze dann hier unten findet. Also eigentlich direkt hier an der Bucht, an dem Kluftgesir, ist eigentlich gar nicht schwer zu finden. So klein ist dieses Objekt ja dann auch nicht. Wenn dieses Video hilfreich für euch war, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Und für diejenigen, die sich überraschen lassen möchten, was jetzt passiert, wenn ich diesen Kasten öffne, die bitte ich jetzt einfach, das Video zu beenden. Und die anderen, die jetzt neugierig sind, was mir passiert, die dürfen natürlich gerne weitergucken. Und dann würde ich diesen Briefkasten jetzt auch einmal öffnen. So, jetzt muss die erstmal eine Runde tanzen, ob sie will oder nicht. Ich finde das so witzig gemacht. Also bei jedem Briefkasten, also bei jedem Item passiert irgendwas Witziges. Und deswegen ist das auch eine wirklich, wirklich tolle Quest. Natürlich muss ich ein bisschen dafür tun, einige Items sammeln. Die Errungenschaft dazu verlinke ich dann auch noch unten im Text. Und wünsche euch damit super viel Spaß bei dieser Quest, bei dem Spiel sowieso. Und sagt damit tschüss, eure Kastanie. Bis zum nächsten Video.